Willkommen zurück bei der nächsten Folge von Rain of Water Collecting. Wie ihr seht, ich war fleißig, habe ein bisschen sehr viel Wasser gesammelt und ja, es ist schon wieder Nacht. In der Zwischenzeit war es zwischendurch mal Tag und wieder Nacht und wieder Tag und wieder Nacht und wieder Tag und wieder Nacht. Und ja, wir sind jetzt wieder hier oder immer noch hier und ich würde mich jetzt mal auf den Weg nach Hause machen und würde mal gleichzeitig versuchen, ob wir den Werwolf mit der Streitaxt genauso gut getötet kriegen. Da vorne ist er, wie mit der Hellebarde. Dazu nähern wir uns dem Werwolf mal langsam, bis er uns gerochen hat. Da ist er auch schon. Hui. Zack. 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 Ja, ich würde sagen, so insgesamt hat das ziemlich gut funktioniert. Deswegen nehmen wir den Werwolf jetzt auch mal aus. Oh, eine Tears of the God, wo ich immer noch nicht weiß, wozu man die benutzen kann. Ich glaube, in der Tat momentan ist sie relativ wirkungslos. Ja, von daher. Nehmen wir das einfach mal so hin, dass wir eine bekommen haben. Wir haben ja, glaube ich, davon auch die ein oder andere schon in unserer Kiste. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, machen wir uns wieder auf den Heimweg zu unserer Base. Und dann nehmen wir auf dem Weg eventuell noch den ein oder anderen Stein mit. So, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ich hier richtig laufe. Es sieht irgendwie nicht so aus, als ob ich hier richtig laufen würde. Ich laufe mal in die Richtung. Ah, da vorne ist das Feld mit dem Heu. Da haben wir wohl den falschen Weg genommen. So, ich trinke jetzt auch mal eins von den Wassern, die wir gesammelt haben. So, nee, da ist wieder Sumpf. Nicht aufregen. Wo ist er hin? So, ich habe jetzt leicht die Orientierung verloren. So. Wo ist denn der Königssitz? Laufe ich jetzt hier irgendwie komplett falsch? So, ich kann leider den Königssitz gerade nicht sehen. Ich sehe nur hier Sumpf. So, aber da vorne ist doch das Feld. Ah, ich bin genau auf der falschen Seite, ne? Ist das da hinten der Königssitz irgendwo? Ja, ich bin genau auf der falschen Seite aus dem Sumpf raus. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal durch. Ach, guck mal, Öl. Ja. Und natürlich hauen wir erstmal vorbei. Ja, Mann, jetzt hau doch gegen das Öl, verdammt. So, das nehme ich auf jeden Fall noch mit hier. Ja, genau, hier die Richtung stimmt schon eher. Da ist der Königssitz. Ach scheiße, wir hätten doch eben eigentlich mal die Armbrust beim Werwolf ausprobieren können. Ne? Aber gut. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Macht aber ja auch nichts. So. Die Hühner lasse ich jetzt hier mal leben, weil wir für die Bolzen ja offensichtlich keine Federn brauchen. Oder habe ich da nur irgendwas? Nö, ich meine, für die Bolzen brauchten wir keine Federn, oder?
meine nicht. Ich glaube, wir hatten aber auch noch ein paar Federn. So, da in die Richtung wollte ich. Ich wollte nämlich die Steine noch mitnehmen, jetzt auf dem Rückweg. So, 926 Wasser. Lass mich mal überlegen. 4 Wasser brauchen wir, also 100, 200. Wir kriegen ein bisschen was über 220 Steine. Tja, das mit dem Wasser sammeln ist so eine Sache, ne? Ja, vielleicht baue ich gleich doch noch mal einen Brunnen. Dann haben wir zumindest ein bisschen passives Wassereinkommen. So, den Stein nehmen wir auch mit. So, ich gehe jetzt auf dem Rückweg auch nicht die Runde, um das Eisenerz mit einzusammeln, sondern ich gehe einfach nur die Steinrunde zurück bis zu unserer Base. So, da hinten die Steine sind auch respawned. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe von hier aus. Manchmal ist es seltsam hier mit dem Clipping. Also insgesamt finde ich, sieht es hier schon echt nice aus, ne? Auch so mit dem sich leicht bewegenden Gras hier und so. Grafisch ist das Spiel schon echt gut. Sehr schön mit anzusehen. Auch so mit dem Sonnenaufgang und Untergang und mit dem Mondauf- und Untergang. Wobei ich noch gar nicht so drauf geachtet habe, ob wir hier auch Mondphasen haben. Also ob es hier sowas wie Vollmond, Neumond, Halbmond und sowas gibt. Schon gar nicht drauf geachtet. Flachs nehmen wir nochmal mit. A little bit Flachs for everyone. Hör da auf hier. Ich frage mich, warum ich im Hintergrund immer Wassersound höre. Ob wir jetzt so viel Wasser dabei haben, dass wir gluckern beim Laufen? Ich weiß es nicht. Ich höre auf jeden Fall im Hintergrund immer Wasser. Und das ist sehr irritierend. Aber wir sehen nicht so aus, als ob wir Wasser verlieren würden. So, den hier noch. Irgendwie habe ich mir angewöhnt, in dieser First-Person-Ansicht zu spielen, aber ich glaube, ich versuche jetzt nochmal mit der Third-Person. Das ist vielleicht doch ein bisschen atmosphärischer. Vor allen Dingen, weil wir so hübsch sind. Wenn wir hier mal so. Uga, 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 uga. Ja, irgendwie ist das cooler in der Ansicht. Wobei ich ehrlicherweise lieber in der First-Person-Ansicht kämpfe. Das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren, wie sich das hier auswirkt auf das Kampfgeschehen. Weil man sieht halt auch, der Charakter ist nicht mittig angeordnet, sondern ist ein bisschen
links ausgerichtet, was mich, glaube ich, im Kampf ein bisschen irritiert. Aber gucken wir mal. Gefühlt haue ich auf jeden Fall weniger durch Steinvorkommen durch. Das kann aber jetzt auch mehr Zufall sein. Sagte er und haute durch das Steinvorkommen. Tückling! So, was sagt denn eigentlich mein Inventar? Einen Platz haben wir nur noch frei. Das heißt, es lohnt schon wieder keinen Kampf gegen einen Zombie, oder? Weil ich sehe nämlich da hinten gerade zufällig einen. Guck mal auf, da könnten wir doch gleich mal unsere Armbrust ausprobieren, ne? So, den haben wir nicht getroffen. Den haben wir schon wieder nicht getroffen. Boah, die braucht aber lange zum Nachladen, junger Vater. Warum treffen wir den denn nicht? So ein Zombie ist nicht zu spaßen hier, ne? Voll auf die 12. So, jetzt fall doch endlich um, du Sau. Boah, der trifft mich auch noch, ne? Okay, jetzt ist er auf jeden Fall tot. So, und was hat er? Nur Scheiße dabei. Was für ein Arschloch-Zombie. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal mit der Armbrust etwas besser üben. Und dazu eignet sich doch der Zombie da hinten mehr als perfekt, oder? Boah, der bewegt sich aber schnell. Junge, wo willst du denn hin? Okay, deutlich daneben. Boah, das Ding braucht so lange zum Nachladen. Hey, den habe ich irgendwie getroffen. Okay. So, den haben wir auch erfolgreich getötet. Gucken wir mal, was der dabei hat. Eine Steel Axe. One-Handed Melee Weapon. Ja, besser als nichts, ne? Okay, da ich jetzt gerade keinen weiteren Zombie sehe, belassen wir es dabei auch mal, weil unser Inventar ja auch voll ist gerade. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Steel Axe gekriegt. Also ihr seht an meinem Lebenszustand zwischendurch mal, dass die Zombies echt gut reinhauen. Also deutlich stärker sind als so ein Wolf in freier Natur und auch als so ein Werwolf. Und auch ein bisschen unberechenbarer sind, weil die so eine Sprungattacke haben. Das ist zum Teil echt übel. Also die hauen richtig gut rein. Und jetzt sind wir mit der Eisenrüstung ja jetzt auch nicht allzu schlecht ausgestattet. Also quasi zweitbeste Rüstung momentan im Spiel. Wobei ich in der Tat nicht das Gefühl habe, dass man dadurch deutlich weniger Schaden kriegt. Aber das kann natürlich auch täuschen. Aber mit einer Einhandwaffe sind die echt kaum zu töten. Also die sind so flink und mit ihrer komischen Sprungattacke. Und man wird, also die schleudern einen halt auch weg, wenn man zu nah dran ist. Und das ist schon echt, echt übel. So, da haben wir noch Steine und die Beeren nehme ich auch nochmal mit hier. So, wir müssen jetzt gleich nochmal ein paar Beeren essen.
wir damit noch bis zum Lager kommen. Ich nehme auf jeden Fall noch die Steine hier mit, die noch hier sind. Das ist dann das letzte Steinvorkommen, was wir mitnehmen. Und dann sind wir auch quasi schon fast in unserer Base. Dann machen wir uns da noch mal hinauf. Oh, da sind noch mal Beeren. Das heißt, ich würde dann doch jetzt noch mal gerade was essen. Zack, die auch noch. Und dann nehmen wir die hier mit. So, wobei, komm, dann esse ich die halt auf dem Weg noch. Und es nochmal eben voll machen hier. Reicht dann auch schon. Sching! So, sind wir immer noch am richtigen Weg. Ja, irgendwo hier, meine ich, wären wir richtig, ne? Müssten wir ja quasi jetzt im Dunkeln quasi bei uns in der Base ankommen. Das ist auch nicht schlimm. So, hier müssten wir doch. Jawohl, da sind wir doch schon. So, perfekt. Jetzt würde mich eine Sache noch mal kurz interessieren. Wir haben ja die momentan. Harvesting 14. Ach so, das ist ja nur eine Waffe gewesen. Okay, dann können wir die quasi in die Kiste tun. So, wir können das Öl in die Kiste tun. Wir können die Steine in die Kiste tun. So, wobei die Steine würde ich gerne mal ein bisschen höher packen. Und dafür die Axt darunter. Hallo? So, Stahl, Holz, den Flachs können wir da reinmachen. Ja, wir können das hier alles da reinmachen. Wasser 930. Okay. So, dann gucken wir hier mal rein. Hier müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen. Hallo? Kohle. Ja, ein bisschen was. Okay. 18, besser als nichts. Man darf sich auch nicht beschweren. So, hier haben wir auch nochmal 18. 42 Stahl, das ist perfekt. So, 46 Kohle. Dann nehme ich das Wasser mal raus. Oh, 15 Kohle haben wir da noch. Und Stein und den Clay nehme ich auch mal mit und die Steinblöcke nehme ich auch schon mal raus und dann basteln wir mal. Und zwar als erstes Stone Slabs, wo sind sie da? So, das heißt, davon können wir im Prinzip 51 machen. Okay, das dauert 8,5 Minuten. So, in den 8,5 Minuten können wir dummerweise nichts anderes machen. Ne? Hatte ich hier noch Stahl drin und da habe ich das rausgenommen. Hier haben wir noch zweimal Stahl. Dann gucke ich mal am Amboss, ob wir uns in der Zeit Stahlrüstung herstellen können. Ah ja, kann man. Perfekt. So, dazu brauchen wir Flachs noch. Das kriegen wir aber auch hin. Das müssten wir ja noch dabei haben. Da unten ist es.
So, ich würde eigentlich gerne mal die Materialien, die man so braucht, ein bisschen weiter oben im Blickfeld anordnen. Und lieber die Waffen und sowas, die wir nicht brauchen, hier unten. So, das Öl noch hoch. Ja, das kann ruhig hier bleiben. Die Kiste brauchen wir ja momentan auch nicht. Das Holz brauchen wir nicht. Heu brauchen wir nicht. Die Kiste brauchen wir auch nicht. Wobei ich das dann gerade mal tauschen würde. So, dann packen wir hier die ganzen Knochendinger hin und so. Fett und Leder. So, die Bandagen können auch noch da unten. Blut. So. Ja, so gefällt mir das schon besser. Dann ist es ein bisschen sortierter. So, den Flachs haben wir rausgenommen. Und dann können wir uns ja getrost am Amboss die Stahlrüstung machen. Ne? So, den Helm. Die Rüstung. Die Handschuhe. Die Hose. Und dann noch die Schuhe. Perfekt. So, dann wären wir jetzt quasi voll mit Stahl ausgestattet. So, dann ziehe ich das hier alles mal runter. Und die Eisenrüstung würde ich dann auch wieder in die Kiste packen hier. So, wobei jetzt wird es langsam ein bisschen eng, ne? In der Kiste. Das bedeutet, ich würde die Kiste hier zusätzlich nochmal aufstellen. Und zwar stelle ich die mal, wo stelle ich die denn mal hin? Die stelle ich mal hier unten hin. Und ich glaube, dann würde ich da alles an Rüstungen und Waffen reinpacken und Werkzeugen, was ich nicht mehr brauche gerade. Sprich, die Sachen hier unten auf jeden Fall. Die Kiste. Genau. Ich würde das dann hier nochmal ein bisschen anders sortieren, so ungefähr. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Okay, dann haben wir es ein bisschen sortiert. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Okay. So, was sagt denn unser Stone Slab Vorrat? Achso, wir können momentan eh nichts. Oder kann man das auch am Amboss machen, hier die Steine? Blöcke kann man natürlich nicht am Amboss machen. Wäre ja auch irgendwie ein bisschen unlogisch, ne? So, unser Stahl ist gleich alle. Ja, jetzt überlege ich ja fast. Wir auch noch irgendwann ein bisschen Stahl. Ja, wobei, um Stahl herzustellen, bräuchten wir eh noch mal Kohle. Und davon haben wir jetzt auch nicht gerade viel. Und die Kohle brauchen wir jetzt erstmal, um unsere Steine herzustellen. Deswegen würde ich erstmal davon absehen. Also das Eisen kann jetzt hier ruhig verhüttet werden. Wir können ja durchaus noch mal Eisen besorgen gehen, wenn wir noch mal Eisen brauchen. Das passt schon. So, was wir aber hier nicht mehr brauchen, ist den Flachs und das Stahl. Die Stahlbarren. So, den Rest brauchen wir hier noch. So, dann gehe ich ja mal gerade ins Licht und dann bewundern wir erstmal unsere coole Stahlrüstung.
nehmen natürlich mal unsere Waffe in die Hand. So, jetzt sind wir trotzdem irgendwie im Dunkeln. Ich wollte eigentlich mal, dass wir ein bisschen angeleuchtet werden. Aber das funktioniert offensichtlich nicht. Hat ein bisschen was vom schwarzen Ritter aus Ritter der Kokosnuss, wie ich finde. Oh. Okay, das sollte man nicht unbedingt machen. Ja, ich finde aber, wir sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus mit der Stahlrüstung. So, jetzt wird es auch Gott sei Dank wieder hell. Wir gucken hier nochmal rein. Nochmal 3 Kohle. Und dann gucken wir hier auch nochmal in den Ofen rein. Jawohl, da ist unser Stahl. Und ja, jetzt verhüttet er erstmal Eisen. Das wird eine Zeit lang dauern. Das ist aber in Ordnung. Dann so, den Stahl brauchen wir erstmal auch nicht. Das Eisen brauchen wir auch erstmal nicht. Die Kohle behalte ich mal im Inventar. So, hier haben wir sogar noch jede Menge Federn. Also, ich gucke jetzt nochmal die Bolzen für die Armbrust. Brauchten meines Wissens nach keine Federn. Nö. Das ist der Pfeil. Nee, auch komisch, dass sie keine Federn brauchen. Also, ist ja cool. Dafür kann man nur Stahlbolzen herstellen, was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte mir Eisenbolzen gewünscht, um einfach das Stahl nicht so zu verschwenden. Aber okay. Wir haben jetzt bei dem einen Zombie oder bei den beiden Zombies eben 7 Pfeile Bolzen verschossen und haben, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, nur mit einem getroffen. Was ein bisschen blöd ist. Also mit der Armbrust müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen üben. So, wir haben ja nochmal 22 Slabs. 4 kommen noch. Die warte ich jetzt noch ab und dann stelle ich die Steine nochmal her. Oh, irgendwie hat es hier ein bisschen Verzögerung. Ich weiß jetzt gerade nicht warum. Ja, irgendwie sehr seltsam. Die 6 stellen wir auch nochmal her. Okay, das ist noch eine Minute. Das passt aber. Ich gucke aber gerade mal, wir müssen nochmal was essen. Das tue ich dann gerade mal hier. Schön ein paar Bärchen. Schmatz, schmatz, schlemm, schlemm. Oh, wie elegant er hier mit dem Kopf wackelt. Mm, oh, lecker. Oh, ja, Beeren. Oh. Ja, okay. Das reicht dann auch erstmal wieder. So, und dann haben wir gleich knapp 80 Steine. Und dann könnten wir eigentlich schon mal anfangen, unsere Hütte zu bauen, ne? Unser Haus zu bauen. Steine 56. So, das dauert auch noch eine Minute. So, und dann überlege ich ja fast, das Haus hier hinten zu bauen, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, weil ich nicht weiß. Also wir brauchen ja ein bisschen Platz, um das Haus zu bauen. Und ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn wir Bäume abholzen, um uns Platz zu schaffen, um da ein Haus hinzubauen, ob die Bäume dann im Haus nachwachsen. Das wäre relativ blöd. Deswegen würde ich hier einfach auf der freien Fläche hier das Haus bauen. Oh, wobei, da war das Problem, dass man uns vom Königssitz aus sehen könnte, ne? So, wie viel freie Fläche haben wir denn hier, wenn wir das ganze Gerümpel wegräumen?
nicht so super viel, ne? Und von hier kann man uns da wieder entdecken. Ich würde das Haus eigentlich gerne ein bisschen geheimer bauen, wenn ich ehrlich sein soll. Dann ja, muss der freie Platz hier zwischen den Bäumen reichen. Das probieren wir dann gleich mal. Nee, falsche Werkbank. So, 78 Steine. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. So, wobei, wenn ich auf die Uhr gucke, hoppala, das wollte ich nicht machen, würde ich sagen, auch das machen wir in der nächsten Folge erst. Und ja, schauen wir mal, wie das funktioniert hier, ob wir hier ganz gut bauen können oder nicht. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, ne? So, ich packe das Zeug hier mal zurück in die Kiste. Ja, jetzt lassen wir den ganzen Scheiß natürlich hier rumstehen. Aber sollte eigentlich nichts passieren. So, hier würde ich aber nochmal was Holz reinlegen. Ja, ich glaube die 115 Holz. Ja, komm, ich mach mal hier. Machen wir mal so. Lege ich schon nochmal ein bisschen Holz rein, damit hier das während der Offline-Zeit jetzt hier schön weiter Kohle herstellen kann. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mal wieder für diese Folge. Ich wünsche erneut einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao!